Hallo in die Runde, willkommen zum zweiten Tag blutiger Kampf, 3 Sterne ohne Grün. Ich war noch nie so schlecht, Top 75. Meine Verteidigung war heute Morgen auf E. Das heißt 0 Punkte, wow. Ich werde mich nicht einkaufen und das heißt auch, dass ich bald raus bin. Okay. Was macht der Mümmelchen? Haut rein. Wir entzaubern uns mit Lila. Ja, Mensch. Killani nehmen wir raus und wir machen. Ja, komm. Machen wir so. Ja, das ist doch schon mal schön. Blau nachschieben. Ich hatte gehofft, dass das reicht. Das hat nicht gereicht. Ah, muss ich überleben. Das hat doch schon mal funktioniert. Lila Tank Gegner. Das heißt, wir nehmen lila gelb. Das ist natürlich hier die Falle. Da muss man schnell sein. Sind alle gebreakt. Das ist natürlich ein harter Ansatz. Okay, wie kriegen wir hier am meisten Matches raus? Match Nummer 1. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wohin mit den Matches. Match Nummer 2. Match Nummer 3 und das müssten wir dann hoffentlich auch überleben. So. Da ich nicht will, dass er überlebt. Okay, dieses Match ist natürlich, muss man ganz klar sagen, richtig gut. Wenn ich überlege, was hier allein an Gelb nachgerutscht ist, beziehungsweise an Lila nachgerutscht ist. Und mal gucken, wen er rausnimmt. Das ist das Schöne, die Minis werden das jetzt schon regeln, selbst wenn hier nichts mehr kommen sollte. Mein Tag war nicht besonders toll auf Arbeit, dementsprechend ist meine Motivation hier Turnier zu spielen, gebe ich offen und ehrlich zu, nicht sonderlich hoch. Auch wenn es bisher gut aussieht, mal gucken. Nach so einem bescheidenen Einstand gestern konnte es, wenn man es genau nimmt, natürlich auch nur besser werden. Boah, grün wäre die richtige Farbe. Eher Hammer, aber nicht. Das darf nicht auslösen. Wir müssen beim Gegner aber die ganzen Buffs entfernen. Ansonsten tut es nur weh. Was könnte ich machen? Ich könnte, anstatt Schaden, könnte ich Gunnar ohne Kostüm mitnehmen, auch wenn er langsam ist.
Könnte auch einen zweiten quasi mitnehmen. Ich glaube, das mache ich. Nicht gut. Müsste schneller kaputt gehen. Okay, dafür müsste es generell kaputt gehen. Alter Schwede, da bin ich. Ah, es war der falsche, wobei der eine lila Stein so wahrscheinlich auch nicht gereicht hätte. Das muss auf jeden Fall jetzt weg. Das ist schon mal gut. Der löst eh aus, da können wir auch ein bisschen was hin und her schieben. Boah, super, da kam sogar richtig was nach. Das sollten die Minions retten. 15 mal 15 Schaden. Da kam was rum. Ah, und schon Top 50, Mensch. Okay. Nur langsam. Hoffen wir mal, dass quasi Team vorher ist und dann müssen wir Schaden auf Poppy machen. Die darf nie auslösen. Ja, ist schon mal nicht gut. Wobei, ich sag mal, den Schaden kann er ruhig machen. Das stört mich eigentlich. Den kann er ruhig laden. Das stört mich nicht. Ich habe trotzdem nur ein bisschen Bordveränderung, dass ich immer ein bisschen was schieben kann. Das sieht auch gut aus. Das mit den Minions ist jetzt schon mal gut. Das sollte verhindern, dass der Schneemann irgendwie Minions beschwört. Nein, das hat nicht gereicht. Ja, gut, dann geht er gleich weg. Das wird jetzt wehtun. Okay, zum Glück nur einmal geschossen. Der Pessimist in mir hat da schon deutlich mehr Schüsse gesehen. So, da kommt doch noch ein bisschen was in Gelb hinterher. Das ist schön. Die Minions regeln das jetzt eigentlich schon. Die Debuff, dass sie keine Minions kriegen, kriegen sie nicht mehr runter. So muss sein. Neue Bienen braucht das Land. So, dann gucken wir mal, was 15 Bienen an Schaden machen hier. Ja, 15 mal 10 im Schnitt, also 150. Drei Ziele. Ja. Das wird wehtun. Ja, dann goodbye B. Unglaublich. 2 zu 0, Leute. Na gut, ich bin natürlich auch so weit unten, ne? Ich habe hier keine Meta-Gegner.
Zweimal Poppy ist natürlich schon eine harte Ansage. Bleibt nichts anderes über. Shit. Quasi. Und Thürum, zwei Schüsse. Na, fast. Boah, zwei Tote. Ah, das war natürlich so ein bisschen mies, ne? So ein bisschen, aber auch nur. Ja. All in, ne? Dumm gespielt. Aber das reicht zumindest für zwei Bienen. Ja, okay, eine. Oh, okay. Letztes Spiel 4-1. Ja gut, dann sehen wir uns trotzdem auf Schicksalsmittwoch. Wenn nicht, ab Donnerstag kann ich wieder eine Folge Hau den Sigmund machen. Das macht, glaube ich, mehr Spaß, als das hier zuzugucken. In diesem Sinne. Euch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.